Hallo YouTube. So. Was haben wir denn da? Stoßdämpfer haben wir da. Und zwar habe ich ein paar Sachen repariert. Bei dem rechten war das Gewinde oben abgerissen. Der ließ sich nicht mehr rausschrauben. Den Rest musste ich dann abflexen. Da passierte gar nichts mehr. Dann habe ich das Gewinde jetzt ersetzt. Ja. Ich habe eine M10er Schraube oben aufgeschweißt und habe das dann angeglichen. Ich denke, ist ganz gut gelungen. Da kommen ja sowieso Gummis drauf, beziehungsweise in dem Fall auch Polyurethanbuchsen. Die Gewinde unten waren auch beide tot, also völlig tot. Wie man sieht, auch hier sind neue Gewinde dran. Ja, es passiert halt, ne? Wenn man Stahl da einbaut, wird man damit rechnen müssen. Also so sieht es serienmäßig aus sozusagen. Wobei dieser hier, man sieht es nicht direkt. Das Gewinde habe ich auch umgearbeitet. Also wie gesagt, haben die ganz schön gelitten. Die werden jetzt noch lackiert, beziehungsweise vor Rost geschützt. Werden dann auch mit Kupferpaste eingebaut. Also auf diese Fläche hier kommt die Kupferpaste. Da sitzt der Kollege hier drauf. Ne? Also einer sitzt drunter, dann wird er durchgeschoben, da ist dann praktisch der Stoßdämpferdom, einer kommt oben drauf, dann kommt eine Platte drauf, dann wird das festgeschraubt. Genau. Das gleiche unten, so ein Ding kommt praktisch an den Dämpfer, durch die Stoßdämpferaufnahme, unten drunter auch noch einer, dann eine Platte, dann die Mutter. Und ich glaube, nach oben kommt auch noch eine Platte. Ich muss mir das auf der Zeichnung nochmal angucken. Außerdem habe ich es fotografiert. Ja, das sind diese Platten, die da drunter und drüber kommen. Da habe ich dann auch andere gefunden. Alles super. Ja, die beiden Stoßdämpfer sind fertig. Ich denke, ist ganz gut gelungen. Die Stoßdämpfer selber sind top. Also ich habe sie durchgeguckt. Sie sind nicht undicht oder sowas in der Richtung. Läuft. Die Federn. Ihr habt die eine Feder gesehen mit Rostschutzprimer, genau. Die habe ich jetzt heute beide fertig gemacht, beide vor Rost geschützt und beide lackiert. Ja. Lange wird das nicht halten, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das funktioniert auf Dauer nicht. Da ständig fliegen da Steine rein. Ich überlege da eventuell, ja, was nehme ich? Ich überlege die ganze Zeit, ob ich da Antidröhnmasse oder Unterbodenschutz, ja, aber auf Kautschukbasis, nicht auf Bitumenbasis, ob ich da die ein bisschen schützen soll. Also eine. Ein, zwei Lackiergänge hätte ich sowieso noch machen müssen. Man sieht es, ne? Ob ich da nicht eventuell etwas widerstandskräftigeres Zeug aufsetze. Die müssen ja nicht zwangsläufig ständig vergammeln. Was ist noch passiert? Ich habe, beziehungsweise meine Frau hat den Kühlerrahmen abgeschliffen, vor Rost geschützt, also grundiert und neu lackiert. Der war an einigen Stellen echt angegriffen. Echt übel angegammelt. Ja, das sieht auch wieder schick aus. Das ist dieser Rahmen, der wird jetzt praktisch nur zusammengeschraubt. Ja, den habt ihr schon mal gesehen. Den habe ich schon mal gezeigt. Die beiden Stoßdämpferdome, die habe ich direkt. Naja, von der Optik her sieht es ein bisschen. Jetzt ist das Ding nass, blöd. Von der Optik her sieht es ziemlich grob aus, aber auch die sind ganz schön beansprucht. Von daher ist dann ziemlich eine ziemlich dicke Schicht drauf. Und zwar ist das, na wie heißt das Zeug nochmal? Ist so eine Art Unterbodenschutz, Antidröhnmasse. Ja, also die sind, Dinger sind vor Rost geschützt. Da ist eine Rostschutzgrundierung drauf, die gleiche wie ich sie überall nehme. So, erst Rostumwandler, dann Rostschutzgrundierung. Dann habe ich eine erste normale Lackschicht aufgelegt.
normales Schwarz-Matt. Und dann, als das durchgetrocknet war, kam da diese Antidröhnmasse drauf. Man sieht es, die ist vom Finish her. Oh, da habe ich einen Klecks. Vom Rostschutz. Man sieht es, vom Finish her ist das ein bisschen grob. Ne? Macht aber nichts. Da sitzt der Stoßdämpfer drin. Das interessiert ihn nicht. Die Optik der Federn ist jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ich möchte nur halt nicht, dass die da drin weiter gammeln. Das Auto wird ja auch im Winter benutzt. Reichlich. Die Videos kennt ihr ja von der A43 mitten im Schnee. Schöne Sache. Ja. Ja. Morgen, ich habe gerade die Benachrichtigung gekriegt, morgen kommt UPS mit meinen anderen Teilen. Zwei neue Motorlager. Ja. Motorlager, eins ist kaputt. Da habe ich gleich zwei neue gekauft. Das macht keinen Sinn. Die kosten 32 Euro oder sowas. Was ich auch noch bekommen habe, diese Ringe, gibt es, die werden ja praktisch von unten dagegen gelegt. Und da sind dann praktisch diese Schrauben, diese Stehbolzen drin. Mit Muttern, Heavy Duty nennt sich das. Und offensichtlich etwas stabiler. Auch die werde ich komplett mit Fett- und Kupferpaste montieren, dass das nicht wieder passiert, dass die unter der Feder so vergammeln. Unter die Feder kommt dann ein Gummilager, genau. Und das wiederum, jetzt muss ich überlegen, das wiederum drückt dann praktisch gegen diese Heavy-Duty-Lager, was dann auch wieder vor Rost und Korrosion schützt, weil sich das gegenseitig nicht abschabt. Das ist alles gerade ein bisschen gedanklich kompliziert, das hintereinander zu kriegen. Ja. Ja, der Kühler. Rahmen. Dürfte dann auch fertig sein. Der Kühler, der in dem Blauen drin war, der bleibt draußen. Der war tot. Habe ich gesehen. Da ist eine ganze Reihe Lamellen abgefault. Wie auch immer das beim Messing passieren kann. Egal. Da kommt auch der Kühler aus dem Gelben rein. Macht nichts. Jetzt mal, werden wir keine halben Sachen mehr machen. Ladeluftkühler neu. Kühler, der bessere. Ne? Wir haben jetzt so viele Teile hier liegen. Jetzt nehmen wir einfach von jedem das Beste und bauen das dann so ein. Ne? Keine halben Sachen. Ich überlege auch ehrlich gesagt, ob ich den Zahnriemen nicht doch nochmal machen soll. Ja. Schwierige Angelegenheit, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen eine schwierige Entscheidung. Bevor der jetzt im Auto drin sitzt, nochmal den Zahnriemen machen. Am Ende ist auch noch eine Zeitfrage, ne? Ich glaube, 7 Jahre sollen die maximal drin sein, dann sollen sie getauscht werden. Boah, ja. Wie gesagt, ich denke noch drüber nach. Ich habe den ganzen Kram jetzt hier liegen. Wäre eigentlich blödsinnig, den Motor jetzt einzubauen und das nicht zu nutzen, ne? Von der Theorie her wäre es wirklich dämlich. Ich habe alles da. Den ganzen Stapel. Alles drum und dran. Mit Dichtung. Ja. Dann haben wir die nächsten 100.000 Kilometer nämlich einfach mal Ruhe. Und fummeln da nicht wieder tausendmal dran rum und haben nur den Ölwechsel mehr oder weniger. Also die normale Wartung. Ist schon verlockend, ne? Da muss ich allerdings erst ein Spezialwerkzeug bauen. Und zwar kriegt man dieses Schräubchen nicht einfach so von der Welle runter. Und ich sehe gerade, hier fehlen zwei Schrauben. Wenn die mal nicht beim Zahnriemenwechsel weggeknallt sind, sehe ich da hinten drin einen Stumpf. Und hier. Ja. Man sieht es nicht richtig. Aber eigentlich sind da Schrauben drin. Meiner Meinung nach. Ja, sind sie. Sollte ich vielleicht trotzdem mal aufmachen, das Ganze, ne? Ein ewiges Leiden. Nein, das wäre jetzt blödsinnig. Werkzeug muss ich mir bauen. Und zwar sind das hier zwei M8er Schrauben, M8er Gewinde hier drin. Da kommt praktisch eine Eisenplatte drüber. Hier rüber, die hier praktisch wieder ein Loch hat.
Da wird eine Achterschraube, da eine Achterschraube und hier raus ein langer Hebel, so dass man diese Schraube aufkriegt. Und dann, ja, dass man sie auch wieder festziehen kann, ne? Andersrum ist genauso blöd. Ich kann die Kurbelwelle jetzt gerade nicht blockieren. Ja, ist schon verlockend, den Zahnriemen vorher noch zu wechseln. Ja, das entscheide ich morgen. Morgen ist der ganze Kram da. Ja, dann haben wir den Motor einmal komplett fertig hier stehen. Und der macht die nächsten Jahre keinen Ärger. So viel fahren wir nicht mehr. Normalerweise haben wir früher so 10.000 Kilometer im Monat runtergeritten. Aber das passiert ja jetzt nicht mehr. Deswegen für ein paar Jahre Ruhe vor dem ganzen Kram hätte schon was, ja. Okay, ich mache für heute Feierabend. Das kann alles noch ein bisschen bis morgen durchtrocknen. Auch wenn es nass geworden ist. Ich habe es durch den Regen getragen. Ist gerade irgendwie ein komisches Wetter. Die Eisheiligen halt. Oder die kommen jetzt. Ach, der Geier weiß das. Ja, ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Einen wunderschönen wünsche ich. So, bin gerade dabei, das Heckteil abzubauen, beziehungsweise ich habe es schon abgebaut. Ja, das Anlasser liegt auch draußen. Das ist besagter Dichtring, Simmering, wie auch immer das Ding genau beschrieben wird. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Da liegt die Adapterplatte fürs Automatikgetriebe. UPS war auch da. Einmal. Ja, davon habe ich eigentlich genug. Das bestelle ich jedes Mal mit. Kostet 16 Euro. Das ist ein Ölfilter, ein Spritfilter und ein Luftfilter. Und wenn ich mich nicht irre, müsste hier irgendwo drin noch der Dichtring liegen. Einmal für den Dieselfilter, einmal für die Ölablassschraube. Ja. Wie gesagt, 16 Euro bestelle ich jedes Mal mit. Besser haben als brauchen. Nicht, dass die Sachen nicht schnell hier ankommen. So, dann gab es lustige Werkzeuge. Wir müssen ja gleich noch die Stoßdämpfer aufnahmen, beziehungsweise die Bleche am Rahmen entrosten. Und da sind ein paar Winkel bei. Dafür hatte ich keine passenden Drahtbürsten. Ja. Immer Nummer 1 Chemie beim Land Rover, Rostlöser. Auf gar keinen Fall Rostentferner benutzen, ansonsten das Auto weg. Hier haben wir den neuen Simmering. Ja, den tauschen wir gleich aus. Dazu gibt es, wenn ich mich nicht vollständig irre, ja, hier, genau, eine Dichtung. Ja, perfekt. Da ist nichts drin. Hier haben wir einen Heizungsschlauch. Den habe ich auch gleich mal neu genommen. Vor- und Rücklauf. Das sind die sogenannten Heavy-Duty-Ringe. Sehen ein bisschen anders aus als die fusseligen Teile, die drin waren, ne? Ja. Einmal, zweimal und die passenden Muttern. Dann, wie angekündigt, diese Gummischoner. Die kommt praktisch nach oben Richtung dieser Ringe. Müssen auch zweimal da sein. Ja, zwei. Zwei neue Motorlager. Zwei Stück 38 Euro. Ne? Also keine Frage mehr. Oder waren das? Ne, Stück 24 Euro. Muss ich nachher mal gucken. Dann nochmal was nachgeholt. Noch mehr Rostlöser. Rostlöser können wir nie genug haben. Das war's. Das kam heute und das wär's dann. Mehr brauche ich nicht für den Motoreinbau. Ja. Ich habe mich zu 87% dazu entschlossen, den Zahnriemen doch noch neu zu machen. Wenn er jetzt einmal draußen ist, warum nicht? Ja, dann haben wir ein paar Jahre Ruhe. Jetzt kommt man an alles vernünftig dran.
Ja, die Dichtfläche habe ich gerade schon mal sauber geschabt für diese Adapterplatte. Allerdings werde ich jetzt erstmal den Simmerring austauschen. Jetzt kommt man da so schön dran. Außerdem wird er sozusagen auf Schienen aufgedrückt. Deswegen mache ich das lieber jetzt. Okay, bis gleich. So, ich denke mal, so könnt ihr was sehen. Ja, Rauft ist ja auch nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Ja, irgendwann geben die Dinge halt raus. Und zwar liegt das an folgendem Problem. Die Automatikfahrzeuge haben dieses Problem gar nicht großartig. Da sind meistens nach 300.000, 400.000 Kilometern noch die Originalen drin. Weshalb ein Motor mit einem Automatikgetriebe länger hält als ein Motor mit einem Schaltgetriebe. Das Problem ist folgendes: Hier sitzt das Schwungrad drauf. Da sitzt die Kupplung vor. Was passiert jetzt, wenn ihr auf die Kupplung tritt? Ihr schiebt den ganzen Kram zur Frontseite. So, durch das Axialspiel der Kurbelwelle wird jedes Mal auf eine harte Probe gestellt. Und die wackelt eigentlich mehr oder weniger bei viel Schaltvorgängen, wackelt die eigentlich immer hin und her. Deswegen verschleißt dieser Ring bei Schaltfahrzeugen, bei Automatikfahrzeugen so gut wie gar nicht. So, wollen wir mal gucken, dass wir den rauskriegen. Ja, hier sieht man schon, hier hat die Lippe aufgegeben. Ne? Hier läuft die Kurbelwelle die ganze Zeit drin, mit voller Umdrehung. Sieht von der Dichtlippe her, sieht er auch noch relativ gut aus, aber wie gesagt, der verschleißt irgendwann, weil die Kurbelwelle immer hin und her geschoben wird. Und je nach Axialspiel des Motors ist das schon ganz schön weit. Ne? Wir reden hier immer noch von Zehnteln, Hundertsteln und Tausendsteln, aber eine Kurbelwelle sollte sich einfach nur drehen, im Idealfall. Und nicht hin und her wackeln. Ja, das sollte sie nicht tun. Macht sie aber bei Schaltgetrieben. Deswegen fahre ich lieber Automatik. Das ist einfach so. Das ist die Dichtung. Sauber machen. Ich habe irgendwo hier eine Rasierklinge rumfliegen. Brauche ich aber, glaube ich, fast gar nicht. Nö. Ja, hier unten ist ein bisschen was. Ja, normalerweise soll man das Ding. Ach, hier ist sie. Normalerweise soll man das Ding ohne Dichtmittel einsetzen. Bin ich grundsätzlich auch dabei, sowas ohne Dichtmittel einzusetzen. Einziger Einwand von mir, da ist jetzt nicht wahnwitzig viel Belastung drauf, ne? Aber es könnte zu Schwingungen kommen, wenn sich so ein Ding, so ein großes Teil in so einem großen Dichtring dreht. Wir sehen hier die Schrauben mit einem relativ gleichen Abstand und hier unten auf der ganzen Fläche ist keine Dichtung, keine Pressung. Der wird hier festgemacht, da und da. Hier mache ich mir keine Sorgen zwischen den Schraubenabständen. Aber zwischen den beiden Teilen machen die meisten, und der hat offensichtlich schon mal einen neuen gekriegt. Also nicht der erste, der da jetzt rausfliegt. Ich gucke mal eben drauf, ob das ein Originalteil ist. Ne. Ja, das ist wahrscheinlich der gleiche Hersteller, den ich jetzt gleich da einbaue. Keine Kennung drauf, ansonsten wäre da Land Rover und dann eine Nummer drauf. Meiner Meinung nach, ihr könnt mich gerne berichtigen. Aber normalerweise sind auf den Land Rover Teilen noch immer Land Rover Kennungen drauf. Ja. Das ist
ist das große Problem am Schaltgetriebe. Die Kupplung schubst die Kurbel wieder hin und her. Und das macht das Undicht. Zu Deutsch, dieser Motor wird jetzt erstmal auf absehbare Zeit den letzten Dichtring kriegen. Weil das Automatikgetriebe hat keine Kupplung. Es hat einen Wandler, das ist ausschließlich eine Drehbewegung. Und wenn eine Rotationsbewegung macht diesem Lager nichts aus. Dafür ist es gebaut. Hin und her schieben allerdings, blöd. Mal gucken. Ein bisschen. Sauber machen. Wie gesagt, das Öl muss sowieso gewechselt werden, bevor der das erste Mal gestartet wird. Oh, ich sehe gerade. Das lässt sich jetzt teilweise echt nicht verhindern, dass hier ein Krümel oder sowas in der Richtung runter in die Ölwanne fällt. Deswegen wird der mit Motorreiniger gefüllt, beziehungsweise kommen da 3 Liter Diesel mit drauf und dann wird er nur durchgedreht, nicht gestartet. Dass der ganze Kram sich aus dem Motor raussammelt, in die Ölwanne runter und dann wird das Öl, was jetzt drin ist, abgelassen mit dem ganzen Krempel. Dass diese ganzen Verschmutzungen da rauskommen. Wie gesagt, das lässt sich einfach nicht verhindern. So ein Handtuch ist auch nicht hundertprozentig fusselfrei. Es muss ja alles nicht in der Ölpumpe, im Ölfilter und sowas in der Richtung rumfliegen. Ja, ich denke, das sieht gut aus. Jetzt muss ich gleich mal recherchieren, wie rum diese Dichtung eingebaut wird. Weil die hat eine bauchige Seite, hier, und eine hohle Seite. Ich glaube, die hohle Seite geht, ja, so rum bitte eingebaut. Die bauchige Seite zum Motor. Hier sieht man es. Hier sind nämlich die Abdrücke von diesen Löchern. Und auf der anderen Seite logischerweise nicht, also war die so drin. Und die bauchige Seite, man sieht das kaum noch. Es presst sich halt, ne, mit dem Festschrauben. Die bauchige Seite kommt zum Motor. Da kommt, wie gesagt, bei mir jetzt Dichtmittel drauf. Dann wird dieser Simmerring hier vorgesetzt. Ach, wisst ihr was, ich zeige euch das einfach. Ich muss es ja sowieso machen. Ist vielleicht einfacher. So. Hier habe ich die Dichtung, die neue. Sieht sehr schön samtig aus. Mein Dichtmittel. Wie gesagt, das hier ist eigentlich die problematische Stelle, meiner Ansicht nach. Jetzt wird das, und zwar vom Loch weg, keilförmig nach hinten geschoben. Dass, wenn die Pressung kommt, das noch da rausgeht, nicht zur Kurbelwelle hin. Gleich noch mit einer gewissen einem gewissen Drehmoment angezogen und deswegen immer vom Loch weg. Also quasi so und dann den Druck mit dem Finger weglassen. Dann einmal innen drin durchgehen. Da, perfekt. Das ist die Seite jetzt zum Motor. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das hier genug Struktur aufbaut, dass ich mir das auf der anderen Seite sparen kann. Ne? Immer schön vom Loch weg, dann einmal durch und nochmal wegreiben. Dann haben wir es.
Motorseite. Genau. So haben wir dann auch keine zugequollenen Schraublöcher. Und wir haben noch einen großen Vorteil. Uns haut die Dichtung nicht ständig ab. Das ist nämlich noch nerviger. Gerade wenn man so einen Simmerring aufpressen muss, im Grunde genommen. Den muss man relativ gerade da aufpressen. Und das ist schon an sich nervig genug, ohne irgendwelche Dichtungen, die ständig runterfallen. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich mir eine Gleitschiene baue. Und zwar müssen die quasi auf einer, muss diese Dichtung auf einer Gleitschiene möglichst gerade gehalten werden. Da ist ein Ring drin, der die Dichtlücke quasi hält. Muss ich mir gleich ein bisschen Motoröl besorgen. Hier ist ein Ring drin, ja, dieser weiße. Der hält die Dichtlippe in Form und das muss jetzt praktisch hier drüber gestülpt werden. Dann springt dieser Ring raus und man hat die Dichtlippe quasi plan auf der Kurbelwellenscheibe hier vorne. So. Die benetze ich jetzt ganz vorsichtig mit ein bisschen Öl. Vorher werde ich die noch ein bisschen reinigen. Ich denke mal mit 2000er Papier. Ja, mit 2000er Papier werde ich die erstmal ein bisschen reinigen und besorge mir zwei lange Schrauben, die ich hier oben reinsetze, die lang genug sind, dass dieses Teil praktisch darauf gleiten kann, dass ich mich darauf konzentrieren kann, das Ding da reinzudrücken, möglichst gerade. Dann brauche ich zumindest schon mal nicht in der Höhe aufpassen. Diese Gleitschienen sind dann schon sehr praktisch. Ich bereite das mal eben vor und hole ich dann dazu. So, die Scheibe ist jetzt sauber. Mit 1000er Papier einmal abgezogen. Dabei bitte die Drehrichtung beachten. Die dreht sich so rum, also nicht so schleifen. Sonst ist der Ring schneller kaputt, als man gucken kann. Ja. Ich habe mir jetzt zwei Schrauben besorgt, die jetzt gerade rausgefallen ist. Eine davon. So. So, schon schön. Ja. Die werden jetzt erstmal als Lager fungieren. Quasi als Gleitlager. Wir werden sicherstellen, dass ich das Ganze nicht verkante. Wäre nämlich extrem blöd, das zu verkanten. Zweimal. Nicht festballern, müssen wir gar nicht haben. Eine Kanne. Ist natürlich jetzt nicht hier. Ölkanne. Soll eigentlich trocken eingebaut werden, aber naja. Mich an alles halten würde, was sie so schreiben. Ist das gleiche Öl, was auch später in den Motor kommt, also von daher. Das drunterlegen. Nicht, dass gleich wieder einer schreit, da fällt Öl runter. Manchmal ein bisschen anstrengend. Und selbst wenn da Öl runterfällt, das kommt nicht weit. Aber das kann ich wahrscheinlich alle 5 Minuten erklären. So. Jetzt sieht man, wie das Ding davor liegt. Es liegt jetzt gerade. Ich kann mich jetzt darauf konzentrieren, das möglichst gerade drauf zu kriegen, muss also nicht nur auf die Höhe achten. Wir gucken uns das hier nochmal an. Das ist nämlich eine Gummilippe, die quasi, ja, jetzt da drüber geschoben werden muss. Die ist rückwärts, ne? Rückwärts. Die hat hier ihre Kante. Das ist also etwas kompliziert. Ja, wir können es ganz gut gegenhalten am Motor.
ist ganz schön widerspenstig, alter Schwede. Ah ja, die wird aufgeweitet durch den Ring, sehe ich gerade. Der ist nach hinten ein bisschen größer. Die blöde Hummel ist schon wieder da. Unglaublich. Hat geklappt, obwohl ich es ein bisschen verzogen habe. Bin begeistert. Ja. Ja, und wie gesagt, dieser Ring springt raus. Ah, jetzt sieht man es auch. Der wird größer. Presst diese Lippe zusammen und es hat wahrhaftig geklappt. Super Einbauhilfe. Zutiefst beeindruckt. Wir haben jetzt hier nichts mehr verloren. So, gleich nochmal gucken, dass ich die Schrauben hier mal eben sauber kriege. Auch hier war wieder reichlich Dichtmittel drin. So, jetzt habe ich den Kram nochmal nachgelesen. Besser zweimal lesen als einmal zu viel falsch gemacht. 25 Newtonmeter diagonal. Das ist schön. Erstmal alle anziehen. Auf Block. So. Das macht man besser nicht mit dem Schlagschrauber. Newtonmeter kriegt das Ganze. Und das dann auch noch sternförmig. Wir fangen mal hier an. Könnte echt ein bisschen lauter sein. Jetzt muss ich noch gleich die Gewinde sauber machen. Ich habe das ja mit Bremsenreiniger ein bisschen sauber gemacht. Ist teilweise steht das noch da drin. Und wir wollen ja hier nichts wegsprengen. Deswegen gleich in Ruhe sauber machen. Noch einmal nachziehen. Und dann denke ich mal, ist das Ding da fertig. So, jetzt wird es noch ein bisschen witzig. Naja, weniger witzig als aufregend. Wenn hier überall so Hülsen wären, ne? Wäre das alles viel lustiger.
So ganz erschließt sich mir der Sinn auch nicht mit der Dichtung, aber weil letztendlich ist es trotzdem offen. Egal. War eine drin? Vielleicht soll es auch nur das Klappern verhindern. Keine Ahnung. Nicht ins Gewinde drücken. Ja. Genau, das machen wir besser nicht. Ich habe so das Gefühl, dass da noch eine Passhülse rein muss. Sehe ich natürlich jetzt auf dem letzten Drücker. Naja, wenn sich hier drin ein bisschen Dichtmittel verteilt, macht das nichts. Wie gesagt, letztendlich erschließt sich mir der Sinn dieser Dichtung eh nicht wirklich, aber war drauf. Kommt wieder dran, fertig. Hier einmal rum, da einmal rum. Ich hatte das Zeug ja benutzt, um die Ölwanne abzudichten und zu befestigen. Befestigen war gut, ja. Ich konnte die hinter mit dem Spachtel und einem Hammer, konnte ich die runternehmen. Das hat einiges an Klebekraft. Ich glaube, die Schrauben kann ich hinterher rausdrehen. Passhülse. Hier oben müsste auch noch eine rein. Die ist hier jetzt nicht drin. Dann muss sie wohl in dem anderen Ding sein. Ich habe das mit der, ja, die Automatikplatte hier schon. Die hat das nicht. Schau mal schnell. Ja, das ist diese Passhülse. So, davor gesteckt. Passt. Das nimmt man als Passhülse. Mein Scherz. Ja. Ja, dann sitzt das korrekt. Schrauben können wieder rein. Ich finde keinen Anzugsdrehmoment. Dann halt alles rein, was geht. Nein. Ich gehe einfach so lange rum, bis da ein adäquates Drehmoment entsteht. Ja, das kann sich sehen lassen. Und es kommt nicht so viel. Ja, ein bisschen kommt natürlich raus. Ja. Aber wie gesagt, ist offensichtlich eine Kunst, da ein bisschen passendes Dichtmittel rein zu setzen und da nicht hinterher den halben Motor vollgewurstet haben mit zu haben mit Dichtmittel. Ja. Gut. Jetzt kommt die sogenannte Schwungscheibe. Hat ja keine, wie gesagt. Ist eigentlich nur ein Blechteil, wo ein Anlasserkranz dran geschraubt ist. Mehr ist das nicht. Den hole ich jetzt mal. Jetzt musste ich gerade feststellen, dass die frisch gereinigte Schwungscheibe nicht auf den Stumpf der Kurbelwelle passt. Ganz schnell zum anderen Motor gerannt. Hier ist ein Adapter drauf, den ich jetzt gerade von dem anderen Motor abgebaut habe. Mit dem Abzieher natürlich. Es war auch gar nicht fest oder so. Nee. Ja. Was ich jetzt noch machen muss. Das passt jetzt. Jetzt passt das Schwungrad da drauf. War schon aufgrund des Passstiftes hier so. Und ne, das ist wesentlich größer. Und ich habe da gerade echt vorgestanden, so, ups, was ist jetzt los? Ja, das passt jetzt. Was jetzt noch hier raus muss. Die Schaltgetriebe laufen in Laufbuchsen. Pilotlager auch genannt. Seht ihr das hier? Das ist ein Bronzelager. Das da rauszukriegen ist witzig. Nein, es ist nicht witzig.
Ich könnte jetzt einige Versuche starten, ich weiß aber jetzt schon, dass das nicht funktionieren wird. Warm machen, kalt machen, weiß der Teufel. Es wird nicht funktionieren, ich werde es rausmeißeln müssen. So, jetzt ist er raus. Kleiner Meißel, 3 Millionen Schläge. Und das ist diese Bronzebuchse. Offensichtlich hat die schon mitgedreht. War also verschlissen. Das sind alles so Sachen, die weiß die normale, weil freie Werkstatt natürlich nicht. Da mache ich ja keinen Vorwurf. Ne? Das muss man auch nicht wissen. Man muss sich jeden Scheiß nachlesen. Kupplungswechsel ist ein Kupplungswechsel. Und da fummelt keiner am Pilotlager rum. Einmal Bronze fürs Altmetall, ist ja nicht billig. So, was haben wir jetzt? Das ist leidlich sauber. Das Ding saß ja schon drauf, die kennen sich schon. So, das Ding habe ich ja schon sauber gemacht. Ah ja, das sitzt dann sehr stramm, genau. War auch ein ziemlicher Akt, das da runter zu kriegen. Ich habe jetzt gerade einen Zapfen ein bisschen rumgeeiert. Den muss ich natürlich ein bisschen runterschleifen. Habe ich der Zange leider dran gefasst. Das mag der gar nicht. Beziehungsweise eine kleine Kerbe abgekriegt. Das hemmt jetzt ein bisschen. Ich hole mal eine Feile. So, einmal hier, einmal da, ein bisschen vorbeigestrichen mit der Feile, dann funktioniert das wieder. So, wo haben wir jetzt den Zapfen? Oben haben wir den Zapfen. Ja, das sieht doch schön aus. Jetzt haben wir Schrauben, die alle abgedichtet werden müssen. Deswegen habe ich den Schlagschrauber schon ans Ladegerät gesetzt. Ich kann den Motor jetzt gerade nicht blockieren. Gibt gerade keine Möglichkeit. Die müssen mit Loctite eingesetzt werden, beziehungsweise sie müssen mit Loctite eingeschwemmt werden, mehr oder weniger. Weil diese Bohrungen hier, die sind ölführend, beziehungsweise die haben einen Durchgang zum Ölkanal. Loctite ist also in dem Fall unter anderem auch eine Dichtung. Von daher, das kommt da drauf. Jetzt kommen die Schrauben sozusagen. Ich warte aber noch, bis der Schlagschrauber aufgeladen ist. 150 Newtonmeter kriegen die normalerweise. Der drückt 300 unter den Voraussetzungen hier. Hier muss man nicht so wahnsinnig aufpassen. Ne? Wenn da jetzt eine fette Schwungscheibe, die 30, 40 Kilo wiegt, dranhängt, ist es eine andere Geschichte, als wenn dieser. Das ist nichts vom Gewicht her. Als wenn das hier dranhängt. Ach so, nochmal zur Bronzebuchse. Kleine, sanfte Schläge. Lieber tausendmal wie ein Specht zuhauen, als da wirklich drauf rumzuwämsen. Wie gesagt, eine Kurbelwelle mag das nicht, wenn die hin und her schwingt.
Jetzt haben wir es schon 11:30. Hab nicht mehr weitergemacht. Ich habe schon Leute angefallen vor Hunger. Deswegen geht's morgen weiter. Ja. Ja, die Geschichte mit dem Zahnriemen ist einfach sinnvoll. Ja. Ich habe es da, einen kompletten Satz. Und jetzt ist der Motor gerade draußen. Ich denke, es ist einfach nur sinnvoll, das noch zu machen. Wir bauen uns gerade ein Spezialwerkzeug, weil die Riemenscheibe vorne, die muss festgehalten werden, um sie zu lösen. Da muss natürlich dieser Schlüssel reinpassen. Deswegen sind wir gerade mit Pappe und so weiter dabei, eine Schablone zu bauen. Das muss hier rein. Diese Löcher sind auch original. Da kommt normalerweise ein Abzieher rein, der in die Richtung drückt und das, die Riemenscheibe runter, drückt von der Kurbelwelle. Ja. Naja. Den bauen wir morgen in ganz Ruhe fertig. Ich habe heute schon mal aus einem U-Stahl ein Stück rausgeschnitten. Das wird der Adapter. Welche langen Hebel dran schweißen? Möglichst stabil. Ich weiß noch nicht, was für an dir, was es daneben soll. Ja, mir wird schon was einfallen. Ich habe noch Vierkantprofil. Ja, ich denke, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, es regnet schon den ganzen Tag. Es ist verdammt undicht hier alles. Hier sieht man, es ist alles nass. Der Sturm, beziehungsweise die diversen Stürme in letzter Zeit haben dem Schuppen hier richtig zugesetzt. Falls irgendjemand weiß, ob es eine Art Sprühfolie gibt, die man auftragen kann, um die ganzen Mikrorisse, die bei diesen Platten entstehen. Ja, da oben sieht man die Tropfen hängen. Um die zu schließen, auch die Fugen, wenn die übereinander lappen, weil irgendjemand, der das Dach hier gedeckt hat, irgendjemand ist gut, der Vorbesitzer, war so schlau und hat die zu weit überlappen lassen. Durch die Kapillarwirkung saugt er dann Wasser. Das ist das Problem. Na, da ist auch der Balken komplett nass. Da sieht man's. Das ist das große Problem. Heute hat es wirklich ohne Unterbrechung durchgeregnet. Gar nicht toll. Ja. Naja. Dafür ist der Land Rover jetzt nass bis auf die Knochen. Ne? Steht nämlich offen im Fenster da draußen. Weil ich so intelligent war und habe die Batterie ausgebaut, dass das Fenster noch auf war. Ja, ich überrasche mich immer wieder selbst, wie blöd ich sein kann. Das ist eine Glanzleistung. Ja. Tja, Teile haben wir alle da. Morgen ist sowieso Feiertag. Ja, dann baue ich das Spezialwerkzeug fertig. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist mit mit dieser Platte. Das Spezialwerkzeug selber sieht ein bisschen anders aus. Das ist wie so eine Trommel, die jetzt praktisch die dicke Unterlegscheibe freilässt. Die dann mit diesen Löchern da unten verschraubt wird. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wer so ein Ding hat. Ich schon mal nicht. Habe ich noch nie gebraucht. Ja, das ist blöd. Blöd ist das. Ja. Ja, mein Gott. Kriegen wir auch noch hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Okay. Ich werde das Video fertig machen. Lade das für morgen hoch. Ich hoffe, morgen ist irgendjemand bei Bewusstsein, um das auch noch gucken zu können. Nicht meine Baustelle. Ich bin absoluter Anti-Alkoholiker.
Mein Vater hat eine absolute Glanzleistung hingelegt, hat mir mit 16, also zum 16. Geburtstag, hat dann fast Bier spendiert, weil ich meinte, ich müsste so ein Ding haben. 5 Liter Fass. Ja. Und ich habe mich schon gefragt, warum zum Geier sollen wir in der Waschküche feiern? Ja, ich wusste es dann. Alter, war ich blau. Und mir ging es so schlecht. Ja, das war das erste und letzte Mal, dass ich besoffen war. Oder Alkohol getrunken habe. Ich nehme nicht mal Medikamente, wo Alkohol drin ist. Da habe ich eine echte Phobie, muss ich sagen. Aber es gibt Schlimmeres als eine Alkoholphobie, denke ich. Ja. Ich wünsche eine angenehme Nachtruhe. Morgen geht's weiter. Das Video wird jetzt hochgeladen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.